Sag das nochmal, kannst wiederholen. Also ich spiele auch seit einer Woche oder zwei Wochen kaum Pokémon, also fast gar nicht mehr. Und ich habe echt das Gefühl, ja, man ist freier geworden einfach. Ja. Weil ich habe jetzt keinen Drang mehr, jetzt immer mein Handy anzumachen, das Spiel anzumachen, gucken, ich brauche das. Das ist echt krass, also ja. Ich habe echt so dieses Gefühl. Ja, aber davor hast du auch nicht so viel gespielt, oder? Oder ist schon ein großer Unterschied? Ich habe immer täglich aufgemacht, ja, und täglich meine Sachen versucht zu machen, auch Shinies versucht zu jagen und so. Ja, okay, ich habe halt ja. Immer nebenbei angemacht und ja, auch Racing so habe ich schon gemacht, aber jetzt wirklich gar nichts. Wirklich kaum, gar nichts. Und das ist schon echt ein Unterschied. Kann ich bestätigen, ja, auf jeden Fall. Ich finde, habe ich auch schon in meinem Video gesagt, ich schaue nicht auf die Map ständig. Ja, Quest-technisch, Raid-technisch, Arena-technisch, 100er-technisch. Also ich habe letztens das Galla Pogenta in 100 mir geholt, aber ich habe es ja nicht extra gejagt. Ich war halt zufällig in der Nähe und was ihr nicht versteht, weil viele haben sich darüber aufgeregt, du spielst nicht mehr, aber was trotzdem, gehen wir mal darüber. Galla Pogenta dir geholt. An den 2-3 Tagen, wo er da war, es kamen Hunderte davon rein. Also es ist nicht so, als wäre nur einer reingekommen und ich habe den extra auf Kampf geholt und gejagt. Es waren Hunderte und ich war echt zufällig in der Nähe von einem, wo ich das gesehen hatte. Deswegen aber, ist schon eine Befreiung auf jeden Fall. Viele haben mich jetzt auch gefragt, boah, Sommer, es geht voll ab, 4-Jahres-Jubiläum, dies, das wurde angekündigt. Aber es juckt mich nicht. Es ist nichts Neues, es ist einfach immer genau dasselbe, nur neu verpackt. Es sind neue Pokémon, ja, aber wow. Fängst die halt, machst halt nichts Neues. Fängst die, sammelst die in Shiny, sammelst die in 100 Maxi und das war's aber. Wieder ein neues Pikachu, irgendwie so ein fliegendes Pikachu. Es ist immer und immer wieder dasselbe. Von der Spielmechanik her, vom Grundgedanken her ändert sich halt nichts. Deswegen juckt mich nicht wirklich. Alter, was geht ab, Leute, hier? Tati die wundert sich, wieso ich noch ein Intro mache. Aber ich brauche mal, egal, ich versuche das, was wir heute machen, in mehrere Videos zu packen. Ich habe hier eine Box am Start. Ihr wisst ja, Max on Monday gibt es nicht mehr und ich habe jeden Montag eigentlich immer zu dem Max on Monday eine Box aufgemacht. Ich schleppe diese Box auch schon seit fast einem Monat mit mir rum. Das ist also die Juni-Box noch. Das ist schon Ende Juni. Hat sich nie ergeben, weil Motivation nicht da. Also nicht meine. Meine ist natürlich am Start, sondern von den Jungs, die ist das. Checkt das Video von letzter Woche ab. Alles schwierig. Ich glaube, ihr habt gerade was über Pokémon und Motivation gehört. Das so noch ein paar abschließende Worte zu dem. Wir können jetzt die Box aufmachen und dann das Thema Motivation. Ein bisschen darüber gehen. Schöner Hintergrund für euch. Das wird auch in meine Geschäftsidee mit eingebaut, dieser Ort hier, bestimmt. So. Hast du was zum Thema Motivation zu sagen? Du hast ja frischen Wind bekommen, auf einmal bist du sehr motiviert. Ja, voll, auf jeden Fall, ja. Wie kommt's, woher? Was ist der Gedankengang dahinter? Ja, ich habe dank der Krise, sage ich jetzt mal, ist mir echt ein Licht aufgegangen, weil ich habe echt davor, habe ich viel gearbeitet. Ja, aber viel arbeiten ist doch gut, also da ist man ja, ja, das schon, motiviert. Aber da war ich immer nur auf eine Sache fixiert, sage ich jetzt mal. Ja. Im Grunde echt nur aufstehen, Arbeit, Geld verdienen und das war's. Ja. Hab mich schon auch immer für meinen Job sehr interessiert, auch immer weiter viele Sachen gemacht, aber halt für alles andere, was man so machen könnte, habe ich eigentlich immer irgendwie, war ich mir zu gemütlich geworden, glaube ich. Ja, oder, gemütlich ist ein gutes, ja, Wort, ja. Zu faul oder so. Also, ich habe in letzter Zeit auch viel an meiner Idee gearbeitet. Ich kann erstmal die Box aufmachen. Muss mal schauen, wo man das aufmachen kann. Andere Seite. Ah, okay. Kannst du das aufmachen, während ich noch quatsche? Teamarbeit, Teamwork. Und die Idee hatte ich aber auch schon seit Ende 2019. Also das heißt, ich habe eigentlich ein halbes Jahr gebraucht, um mir den Arsch zu geben, um endlich mal anzufangen. Jetzt geht's langsam. Ich mache immer noch nicht genug, also nicht so viel wie ich will, aber langsam. Ich habe jetzt vorgestern mit einem Kenianer auf Fiverr ein bisschen gesprochen und er hat mir jetzt eine Demo gebaut für die technische Umsetzung von meiner Idee. Da brauche ich nämlich einen Telegram-Bot, allgemein Bot, vielleicht auch WhatsApp-Bot oder sowas. Aber es geht jetzt schon mal langsam in die richtige Richtung.
mehr dazu demnächst mal, weil es ist nur eine Idee, es ist keine allzu verrückte Idee, es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie Multimillionär werde oder sowas, boah, ich habe voll die krasse Geschäftsidee oder so, es ist einfach nur ein normales Business und es geht darum, einfach mal loszulegen. Grüße gehen übrigens raus an Woodbox. Thema Gaming, Geek und Nerdstuff. Eigentlich schon was dich auch betrifft, oder? Auf jeden Fall, ja. Jetzt muss man das da rausholen, die anschauen. Ganz klar, Mann. Link ist unten in der Beschreibung. Wie immer, Grüße gehen raus. Ich glaube, ich habe sogar einen Code, wenn ihr abchecken wollt. Spendicode. Ist auch so ein Spiel gewesen, gell? Ja, auf PlayStation, den habe ich immer gezockt. Crash Bandicoot und Spyro habe ich auch immer gezockt. Und was soll das sein? Ah, ich sehe schon Untersetzer. Untersetzer? Ja, Coaster. Ach, stimmt, ja. Coaster heißt Untersetzer. Ganz geil. Vier verschiedene. Vier verschiedene. Ja. Und 3D so. Ganz geil. Viele Farben. Ah ja, hier, vier verschiedene, ja. Ja, da hinten sind die Bilder. Ja, ich sehe schon. Was haben wir noch? Noch was Kleines, kleiner Anstecker. Ein Pin, ja. Ich habe schon eine Pinsammlung von den ganzen. Das war Spirited Away. Sehr bekannter Ghibli Studio Anime Film. Kann ich auch nur empfehlen. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Chihiros Reise ins Zauberland oder irgendwas mit Schloss, kann sein. Irgendwas mit Chihiro, glaube ich. Schwierigkeiten. Mr. DNA, was soll das sein? Ah, Jurassic Park. Jurassic Park, ja. Mr. DNA. Ja. Ja. Okay. Geht so. Geht so. So, hier etwas, was man gar nicht sieht. Oh, verpackt. Alter, Game of Thrones. Game of Thrones Schnapsgläser. Ja, Mann. Es ist ein Jahr her, dass die Serie zu Ende ist. Ich habe ein paar Freunde, die haben jetzt während der Quarantänezeit angefangen, die Serie zu schauen. Man ist immer noch sehr enttäuscht. Spoiler. Nix Spoiler. Das ist einfach. Das ist ja nicht schlecht. Aber sehr nice. Ganz nice. Weißt du auch, was eine geile Videoidee gewesen wäre, gell? Was denn? Alle 8 Staffeln am Stück schauen. Ja, Mann. Am Stück? Am Stück, ja. Das sind ein bisschen mehr als 24 Stunden, glaube ich. Oder kann es sein? Du musst nochmal rechnen. Oder 48 Stunden. Das sind 8 bis 10 Folgen. Also 10 Folgen hat immer eine Staffel gehabt. Eine Stunde, 10, also 10 ja. Stunden. 10 Stunden mal 8? 80 Stunden. Stunden. Ja, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ja gut, man könnte das immer staffelweise machen. Ja, das könnte man noch machen. Ja, das könnte man jede Woche eine Staffel zusammen anschauen. Endgeil. Und dann abwistern. So, kommen wir zum letzten. Das ist echt ein geiles Video. Geiles Format. Der König der Löwen. Simba, ja, Lion King, Oide. Wir haben den Simba bekommen hier. Gibt es auch verschiedene? Soll ich den auspacken? Kannst du schon machen. Simba? So was ist schon gar nicht. Oida. Oida. Ist er pelzig? Na, nee, der ist nicht pelzig. Ein bisschen, ja, so ein bisschen. Oh. Ganz nice. Gibt es auch noch andere Sachen? Ja, das ist immer so eine Serie. So ein Timon und Pumba. Oida. Die sind echt legendär. Grüße gehen raus an Woodbox. Vielen Dank für diese Box. Apropos Motivation, ihr motiviert mich, dieses Format aufrechtzuerhalten. Zurück zum Thema Motivation. Ja, Mann. Motivation war letzte Woche sehr hoch. Diese Woche direkt wieder down. Keiner mehr am Start, außer mir und Tati. Man hat viele Pläne, man hat viele Hoffnungen, aber am Ende des Tages wird man eh immer enttäuscht. Leider. Was soll die sagen? Ich geb die Jungs noch nicht auf, Mann. Ja, ich geb die Jungs noch nicht auf. Ich geb die Jungs noch nicht auf. Aber nach ein paar Wochen, glaube ich. Achso, was ich sagen wollte. Sex Motivation. Es wurde ja immer oft gelabert, boah, lass uns Gaming-Channel starten, lass uns Vlog-Channel starten, lass uns Koch-Channel starten, lass uns Club-Channel starten. wurde alles schon besprochen, aber... All diese Channel kann man nicht starten ohne Motivation, oder? Ja, das ist richtig.
Das ist echt richtig. So wird das nichts, Leute. Da fehlen einem die Worte, Mann. Ja, aber schwierig. Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt auch 6 Monate gebraucht, obwohl ich hinter der Idee stehe, um da genügend Motivation zu fassen. Das ist ein schwieriges Thema. Wie kann man sich motivieren? Wie kann man sich aufraffen? Egal was, ob jetzt ein Channel ist oder eine Idee oder was weiß ich, Fitness oder eine neue Sprache lernen, was weiß ich. Wie man sich motivieren kann. Ja. Also meine Motivation ist die, wenn ich mir etwas vornehme, muss ich das innerhalb kürzester Zeit machen. Also sprich, maximal 2-3 Tage. Also du setzt ja ein Zeitlimit. Musst du, weil sonst nach diesen Tagen ist es dann futsch. Okay. Ja. Und wenn man sich da ist, also zum Beispiel jetzt, ich möchte Sport machen. Ja. Ja, warum sage ich dann, ja, mache ich nächste Woche oder erst dann, wenn ich abgenommen habe, ist alles Schmarrn. Ja. Wenn man Sport machen will, dann macht man Sport. Und dann ja. Macht man es am besten gleich jetzt. Ja. Und wenn man es nicht jetzt macht, in den nächsten Tagen, dann ist alles wieder futsch. Da ist alles verloren. Ja. Und deswegen immer gleich, wenn man motiviert ist, immer gleich versuchen, zack, das umzusetzen. Und dann funktioniert das auch. Ich hoffe, ihr seid motiviert, Leute. Wie gesagt, Grüße gehen raus an Woodbox. Checkt die Videos ab. Mal schauen, was so kommt. Wir planen noch. Ist jetzt alles momentan in der Umbau-Anpassphase. Ich weiß nicht, was wo wie hochgeladen wird. Aber bleibt motiviert, Leute. Bleibt motiviert.